Also hat jeder von uns gewonnen, oder was? Ha, was ist das? Ha, ich habe dich überwältigt, genau wie Ulsa es vor Jahrhunderten getan hat. Wag es nicht, diesen Namen noch einmal zu sagen. Kleine Anmerkung nebenbei, als ich das gerade gesagt habe, habe ich mich da so reingesteigert, dass ich den Controller gedrückt habe. Man kann es auch manchmal übertreiben beim Zocken. Da stimmt mir wahrscheinlich jeder zu. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für so etwas. Du Mädchen, kommst jetzt mit mir. Na toll. Nein! Das kann nicht sein. Ah, dieser Feigling. Toll, und Lord Schmierlogge? Der hat aber auch ein bisschen was von dem Fallout-Maskottchen, ne? Zeta? Was ist los? Wo ist er? Jetzt geht's ja in den Kragen, du Schmieron. Und dann nehmen wir uns deine Mutter vor. Danke, das kannst du auch nicht sagen. Zeta! Du Idiot! Hast vergessen, mich mit dir zu nehmen. Oh, alle sind angry. Warum hat der Nexolord nur ein rückgratloses Kind wie dich als Aufseher ernannt? Pipi in der Hose. Hab Gnade, wir haben keine Wahl. Wer ist das jetzt? Aha. Seine Mom, Miss Bella. Wir müssen die Sache des Nexolord unterstützen. Egal was ist. Er hat uns gezwungen, die Entwicklung seiner bösen Maschine zu bezahlen. Der kleine Spencer wurde als Aufseher ernannt, um noch mehr Geld in der Stadt einzusammeln. Mama, das soll ein Geheimnis sein. Es macht sowieso nichts mehr aus, Spencer, Schatz. Komm, wir gehen nach Hause und du kannst an meinen Brüsten nuckeln. Der Nexolord hat jetzt alles, was er braucht, oder? Mit der gefangenen Ellie ist es nur eine Frage der Zeit. Wir müssen unseren Zug sofort machen. Du willst ihn bekämpfen? Den Nexolord? Ich kann nicht glauben, dass ihr Bauern. Ihr konntet euch gerade so mit Setter messen. Wie kommt ihr darauf, dass ihr den Nexolord selbst schlagen könnt? Ihr dummen Aufseher hättet es tun sollen wie ich. Wenn ihr den Nexolord unterstützt, wird er Gnade walten lassen und euch verschonen. Stell dich auf die Seite der Gewinner. Punkt. Ja. Ah, meine Mutter hat einen fantastischen Hintern. Ah, die Gewinnerseite hat dich gerade hier abserviert, Rotzbengel. Wenn ihr eine Chance haben wollt zu gewinnen, dann müsst ihr uns euer Schiff geben. Unser Schiff? Warum? Freiwillig? Ich glaube an dich. Du verstehst schon, dass sich die Wüste unter seiner kompletten Kontrolle befindet, oder? Nicht einmal die Nexogard können einen Fuß hineinsetzen. Wir müssen trotzdem hingehen. Das Schicksal der Menschheit liegt in unseren Händen. In diesem Fall treffen sich treffen was? Ich bin auch ein bisschen durcheinander, weil mein Sohn mich schon wieder am Hintern rumkrabbelt. Der kleine, geile, eklige. Naja, in diesem Fall trefft mich bitte an der Villa. Ich werde euch die Erlaubnis erteilen, sodass ihr sofort dorthin könnt. Okay. Abgedrehte Story ist abgedreht, Leute. Zu denken, dass ein Kind den Nexolord selbst herausfordert. Ich hoffe, dass Spencer aufwächst eines Tages so wie du wird. Naja, wenn er weiter irgendwie von dir gestillt wird, dann wird er nichts, ey. Das ist das Beste, was ich euch für den mit auf den Weg geben kann. Bitte nehmt es. Okay, Fährenkarte erhalten. Warum bist du getaumelt? Bist du okay?
Nee, bitte ignoriere es. Egal, diese Karte erlaubt es euch, unsere Personalfähre zu benutzen, um die Wüste zu erreichen. Der Captain erwartet euch am Hafen am östlichen Ende der Stadt. Ach ja, viel Glück, mein Kind. Zeig den Nexolord, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Mach uns stolz. Ah, und ich gehe da mal wieder meinen Sohn stillen. Meep, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin. Ja, vielleicht solltest du deinem Sohn Meep abgewöhnen, an deinen Titten zu saugen, Mutti. Denke ich. Komm, Meep, wir beeilen uns, um zum östlichen Ausgang zu kommen, Meep. Alle warten bestimmt dort auf uns, Meep. Okay, können wir hier in der Dings rumlaufen? Jetzt sind wir rausgegangen, richtig? Kann ich auch wieder rein? Ah, nee. Okay, wir können uns hier wirklich umgucken. Interessant. Die Fotos, ey. Der Großvater von Miss Bella war der ehemalige Nexolord. Er hat sich vor vielen Jahren großen Ruhm und Ehre verschafft, bevor er von Aufseher Remus besiegt wurde. Aha. Der Nexolord hat Aufseher Spencer gezwungen, sein böses Vorhaben zu bezahlen. Wir beten, dass es dir vielleicht gelingt, diesen Albtraum ein Ende zu setzen. Warte mal, kann ich mir das... Nee. Meister Spencer ist vielleicht kein starker Bändiger, aber sein Großvater war ein Nexolord. Wir glauben, dass er in einem Kampf ebenfalls Größe erreichen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er wird noch von seiner Mama gestillt. Du hast 200 Münzen gefunden. Okay, jetzt sind wir draußen. Gut, dann will ich doch nochmal rein. Ob wir an der Mutti vorbei können. Weil wir wollen uns ja auch möglichst alles angucken und alle Items finden und so. Nach Möglichkeit. Na, siehst du? Sind zwar nur Münzen, aber immerhin. So, Spencer-Statue. 400 Münzen, sehr schön. Na, was bist du denn für ein Bodyguard? Miss Bella ist schon paranoid, seit Aufseher Spencer entführt wurde. Und überhaupt, wie ist dieser Rotzbengel Aufseher geworden? Das ist doch noch lauter, wenn du für die arbeitest. Cool, eine goldene Trap, sehr schön. Na du? Die Wüste, ha? Huh? Der Nexolord wird uns kommen sehen. Du weißt das, richtig? Aber wenn du die Welt tatsächlich rettest, erinnere dich daran, dass du mein Schiff dazu genommen hast. Ich denke, das ist das Schiff deiner Mutter, du ekliger Schmarotzerbengel. So, Mutti. Du kannst die Wüste erreichen, lalala, östlicher Ausgang der Stadt, ah ja. Sei sehr, sehr vorsichtig, der Nexolord ist ein gewaltiger Gegner. Ich glaube nicht, dass wir schon direkt gegen den Nexolord kämpfen. Aber das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und guck mal, was ich da noch übersehen habe. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Okay. Aber den kann man auch gut übersehen hier, das Statuending mit dem Item. So, gibt's hier auf dem Hof noch irgendwas Cooles, was wir mitnehmen können oder so? Ne. Okay, gut, dann würde ich sagen, heilen wir mal eben unsere Nexomon. Oh, oder auch nicht. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich den Nexolord bekämpfen, Meep. Es hat 5 von uns gekostet, um den Typen Zetter zu schlagen, Meep. Und er hat sich nicht mal verwandelt, Meep. Wie Nadine es getan hat. Aber wir müssen das tun. Nur wir können Ellie, Meep und die Welt retten. Lass uns mit den anderen am östlichen Ende treffen, wenn du deine Nexomon versorgt hast, Meep. Genau das machen wir jetzt auch. Genau das machen wir jetzt auch. Einmal die Nexomon versorgen. Ja, komm, let's go. Na bitte, deiner Truppe geht es wieder gut.
Wir sehen uns später. Okay, und ich nehme einen Schluck trinken. Prost, trink doch auch einen Schluck, meine lieben Tomodachis. Immer schön hydriert sein. Aber im Optimalfall immer mit Wasser. Aber grundsätzlich Flüssigkeit ist wichtig, also trink einen Schluck. Oh yeah. Gut. Dann sind da schon direkt die Leute. Die sagen uns, der redet wahrscheinlich immer noch nicht mit uns. Stilllegung, Hafen, bla bla bla. Unsere Quellen berichten, dass dort gerade im Moment gigantische Ausgrabung, bla bla bla. Das hat die, glaube ich, vorhin schon gesagt, ne? Jetzt können wir hier auch rein. Oder auch nicht. Okay. Gut, nehme ich so hin. Okay. Masterfrage, sollen wir jetzt trainieren oder... Was? Das Schiff von Miss Bella? Du musst den Weg Richtung Osten folgen, mein Kind, aber sei vorsichtig vor den Nixomon. Oh, das wollte ich gerade nicht mehr. Ich wollte... Naja, egal. Hebelihu, was ist das für ein Känguru? Gnob. Gnob, Gnob, Gnob. Okay, da geht's hoch. Warte. Was ist das denn für ein Doomlord, ey? Sehr effektiv. Eigentlich wäre, wie gesagt, Training angebracht, aber... Bis dato hat es ja auch so geklappt. Warte mal, wir gehen vielleicht doch mal eben kurz... Ups, einmal hoch. Wo geht's hier lang? Scheiße, könnte beides richtig sein. Warte mal. Wo geht's hier lang? Ich will also eigentlich noch nicht rüber. Okay, wir können oben lang und hier lang. Ich glaube, hier lang war ja Osten, ne? Dann gehen wir erstmal oben lang. Dann gehen wir doch erstmal oben lang. So, weg mit dir. Machen wir da mal die Trainerkämpfe. Boah, ich habe gerade ganz kurz gedacht, dass sich das Spiel jetzt aufgehangen hat. So, nehmen wir hier mal den Trainerkampf mit. Sehr, sehr dunkle Zeiten werden kommen. Spürst du es nicht? Nur die Starken werden überleben. Wirst du überleben? Ich denke ja. Und dann ist sie so weinerlich. Nee, nee, nee. So. Explosion, ja, cool. Sehr effektiv. Hat reingeschallert. Krass, dass sie immer direkt angreifen können, sobald die rauskommen, ne? Cool, das war's schon wieder mit unserem Starter. Das heißt, wir können schon mal wieder heilen gehen. So. Levelaufstieg. So. Du bist vielleicht stark, aber nicht genug. Der böse Nexomon-König kommt zurück. Ich kann es fühlen. Okay, okay. Chill mal. Okay, warte, ich muss erst zurück zum Center. Tut mir ja leid. Es tut mir ja leid. Oh, scheiße. Ein Feld zu weit gelatscht. Mega selten. Mega tot. Oh, 222 Lebenspunkte hatte der. So. Gehen wir nochmal kurz heilen.
gehen wir einfach nochmal kurz heilen. Wir könnten auch ein Item benutzen, aber wenn das Center jetzt noch so nah ist, sehe ich das ehrlich gesagt nicht ein. Auch wenn wir genug Geld und so haben, um Items zu kaufen. So. Das sehe ich dann tatsächlich nicht ein. So. Dann gucken wir doch mal hier oben weiter. So, dich hatten wir besiegt. Hier ist nur ein Feld zum Kämpfen. Und zack. Wer bist du? Was? Du gehst in die Wüste? Bist du verrückt? Man sagt, dass der Nexolord dort ist. Ah, wer weiß schon, was er tut. Aber es wäre klüger, dort fernzubleiben. Hafen Royal. Ist die Frage, sind wir jetzt einfach nur oben von dem anderen Feld aus gesehen? Auf jeden Fall wartet hier ein Kampf auf uns. So, Trainer, let's go. Ich habe gerade eine verrückte Geisterstadt besucht, glaubst du mir nicht? Schau dir diese Nexomon an. Geisterstadt, sag mir was, du. Das ist ja absolut verrückt. Okay, cool. So, weg damit. Oh Gott, ey. Das sieht voll krank aus, das Vieh. Oh, kaum effektiv, okay. Oh no. Weg mit dir. Bloß schnell weg mit dir. Sieht so aus, als wärst du auch in dieser Geisterstadt gewesen. Was ist mit den Menschen dort passiert? Wird ihr Fluch je aufgehoben? Tja, man wird sehen, mein Freund. Okay, komm, nimm mir den Kampf im Busch mit. Och, niedlich. Und tot. Oh, ja. Wäre lustig gewesen, wenn er jetzt nicht tot gewesen wäre. Das wäre so ein richtiger kleiner Tritt in die Eier gewesen. So. Wegverzweigung. Nö. Na du? Okay, redet nicht mit uns. Abgehoben. Kann man das... Nee. Und du so? Die meiste der Energie, die wir produzieren, geht zu Souls, Solos, Operation, ich vergesse halt immer, wie das heißt, sorry. Na ja, Hauptsache ich hab einen Job, wa? Was auch immer sie tun, ist riesig. Was könnte es sein? Okay, aber hier können wir ansonsten nichts machen. Okay, okay. What? Wow, was war das, Miep? Das hört sich ganz und gar nicht gut an, Miep. Vielleicht sollten sie wir nachsehen. Lass uns gehen, Miep. Es sind mir hier gerade echt zu viele Verzweigungen, weil unten ging es ja auch noch lang. Jetzt geht's hier schon wieder oben lang. Ich krieg die Krätze, ey. Und war die Explosion vielleicht unten? Da ist das Schiff, da wollen wir hin, oder? Richtig? Warte. Seit der Nexolord den Hafen geschlossen hat, kann ich nicht mehr zurück in meine Heimatstadt in der gefrorenen Wüste. Aber dieser Platz ist alles in allem nicht schlecht. Ich könnte mich daran gewöhnen. Okay, warte mal, da oben geht's, glaube ich, zu dem Hof, wo wir hin müssen. Aggressive Nexolord in diesem Gebiet, aha, ja. Ja komm, let's do it. Hey, das ist mein geheimer Platz, um die besten Nexomon zu fangen. Bleib weg, oder ich werde dir eine Lektion erteilen, du kleiner Schlingel. Okay. In welchem falschen Film lebt er denn, ey? Oh, cooles Nexomon aber. Moink. Boah,
Eins hat er noch. Oh. Das sieht aber brutal gut aus, ey. Oh, und es ist robust. Okay, er erhöht seine Abwehr. Ah ja. Oh, scheiße, Ruhepause. Könnte jetzt der Tod sein. Ja. Ja. Ach komm, Gnob war schon länger nicht mehr dran. Gnob regelt jetzt, hoffe ich. Shit, ich hätte die Erdbebenfähigkeit machen sollen. Wenigstens fehlgeschlagen. Gut. So. Levelaufstieg.